Bist du das hier nicht? Wir könnten sein. Weiß es gerade nicht. Wer ist das hier? Ja, das wird doch passen, oder nicht? So. Aber zurückgehen. Stimmt, ja, hier ist ja alles voller Äther, da könnt ihr ja gar nicht mehr leben. Deswegen mussten wir ja da vorne umziehen, oder nicht? Ich glaube schon. So, wollen wir mal gucken, was er zu sagen hat. Einmal hier hoch. Da lang. So. Hallöchen, mein Dicker. Quentin, ich habe einen Vorschlag für dich. Einen Vorschlag? Irgendetwas sagt mir, dass es um mehr geht als ein Fass Goulton Gold. Also gut. Ich höre. Ich soll die Herrscher und Minister der Reiche davon überzeugen, einfach ihren Stolz zu vergessen und das Einzige zu tun, was sich seit Jahrtausenden als unmöglich erwiesen hat? Ist das alles? Kann ich dir noch eine silberne Chocobo-Feder bringen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber wenn es jemand schafft, dann du. Doch dafür müsste ich das Wenige aufgeben, das mir noch geblieben ist, Clive. Die Menschen aus Kielbrück sind meine Familie. Ich werde sie nicht verlassen. Finde jemand anderen. Das ist bedauerlich. Ja, ist es. Warum denkst du das? Was er verlangt, ist das anders als das, was du bis jetzt gemacht hast? Du sollst denen eine Stimme geben, die nie eine hatten. Das kannst du am besten. Falls du dich um das Weingut sorgst. Wir werden die Trauben ernten und die Fässer füllen, das weißt du. Das ist es nicht. Was ist das dann? Wir sind eine Familie, oder? Vertraust du uns? Du weißt, dass ich das tue. Einfach kein Bock. Was willst du dann sagen? Dass du nur uns retten willst? Warum allen anderen den Rücken zukehren? Du hast es geschafft, mit uns dieses Dorf wieder aufzubauen. Wenn dir das gelungen ist, könnte dir das Gleiche doch mit der ganzen Welt gelingen. Ja klar, warum denn nicht? Das klingt einleuchtend. Ich fürchte, dass jede Erwiderung von mir darauf recht schwach ausfallen würde. Also hilfst du uns? Ach, wo werde ich gebraucht? Das wird dir Feldmarschall Havel persönlich erklären. Er ist in Port Isolde. Eine Gruppe Fluchbrecher wird dich sicher dorthin bringen. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich habe gehört, die Straßen sind alles andere als sicher. Hoffentlich nicht mehr lange. Na siehste. Ich sollte Onkel Byron über die Fortschritte informieren. Ist aber jetzt echt viel. Ja, wir gehen mal kurz ins Versteck. Können wir noch ein bisschen quatschen. Dann steigen wir mal mit Byron. Onkel, gute Nachrichten. Der Feldmarschall wird uns helfen. Natürlich hilft er. Ich habe keinen Moment an dir gezweifelt. Rutherford sollte ihn gerade zu deinem Anwesen zurückbegleiten. Sie werden dich dort erwarten. Sie und noch jemand. Noch jemand? Wer genau? Lord Havel war besorgt. Er könne zwar die Generäle zu einem Abkommen bewegen, politische Machthaber ließen sich jedoch nicht so leicht überzeugen. Er fragte mich nach einer Lösung. Und ich schlug ihm einen gewissen Justizbeamten vor, der Befreier wurde. Ist das einer deiner Mitverschwörer? Quinten würde mich wohl einen der Seinen nennen, aber ja. Noch ein Geächteter also. Genau, was wir brauchen, um diese verkommenen Politiker zurechtzuweisen. Gute Idee, Clive. Schön, dass du das so siehst. Je mehr, desto besser, hä? Onkel. Angenommen, Havel und Quinten lösen unser Problem mit den Armeen.
Du hast nicht gesagt, was wir wegen der Getreideknappheit machen. Oh, keine Sorge, mein Junge. Die sieben hohen Häuser kümmern sich darum. Sie alle versprachen bereits großzügige Spenden. Natürlich brauchte es ein wenig Überredungskunst. Doch zum Glück hatte ich unerwartete Hilfe. Mhm. Von wem? Es heißt, du hättest Lady Arians Haushofmeister Rockford gerettet. Vor einer Horde blutrünstiger Banditen. Es war eher eine Handvoll. Ist scheißegal. Die alte Dame war so angetan, dass sie eine Schiffsladung Goldbarren an meine privaten Docks liefern ließ. Ja, moin. Und als die anderen Häuser sahen, dass das gute Fräulein nicht mehr auf seinem Geldbeutel saß, haben alle nachgezogen, weil niemand der Letzte sein wollte. Das hört man gern. So, jetzt muss ich zu meinem Anwesen. Triff uns dort so bald wie möglich, ja? Natürlich, Onkel. Okay, also ist das noch nicht abgeschlossen. Oh, okay. Byron Rosefields Anwesen. Warum hat er eigentlich immer noch seine Schürze da? Bitte schön, bringen wir das Getreide in die Hauptstadt, wenn die Straßen voller Akasischer sind. Über eine andere verdammte Straße. Ich habe nur wenige Männer und die schicke ich nicht einfach in eine Ätherflut. Es sei denn, du willst, dass sie sich auch verwandeln. Dann würden sie weniger essen. Sagt der, in dessen Bauch die Rationen einer Kompanie passen. Meine Soldaten brauchen ihre Rationen. Ohne Nahrung, die sie bei Kräften hält, sind sie tot, noch ehe diese sinnlose Mission begonnen hat. Wenn ich etwas sagen dürfte, vielleicht kann ich eine Alternative vorschlagen. Zwar sind die Versorgungswege unterbrochen, doch Schiffe haben wir reichlich. In der Tat dümpeln sie in jeder Bucht von hier bis Randela mangels sicherer Häfen. Lasst sie anlegen und füllt ihre Bäuche mit Getreide. Und wenn die Menschen in den Städten satt sind, schickt die Vertriebenen zurück aufs Land, um die Felder zu bestellen. Ah, aber ihr möchtet sicher fortfahren mit eurer Diskussion. Verzeiht die Unterbrechung. Ich mische mich nur ungern in die Belange zweier so guter Freunde ein. Rutherford schwärmte von eurer großen Verbundenheit. Wir? Freunde? Oh Mann, ey. Ich kann ihn nicht ausstehen. Clive, ich bezweifle langsam, ob du mit den richtigen Leuten verkehrst. Welchen Umgang hast du denn bitte von einem Kriminellen wie ihm erwartet? Kriminellen? Du wagst es? Du bist nicht würdig, dieselbe Luft zu atmen wie dieser aufrechte junge Mann. Aufrecht? Er ist bekannt als Sid, der Geächtete. Langsam drehen wir uns im Kreis. Junge, die sind aber anstrengend, die Alten, ey. Fangen wir nochmal an. Wir beabsichtigen weder eine neue Nation zu gründen, noch wollen wir irgendeinen Thron beanspruchen. Wir wollen lediglich Stabilität ins Land bringen, damit die Menschheit den Sturm überstehen kann. Und dazu müssen wir die Mächtigen davon überzeugen, die Generäle, die Staatsmänner, die Adligen, dass unsere Sache gerecht ist. Es wird Unstimmigkeiten geben. Und wohl auch einiges an Widerstand, viel sogar. Aber das darf uns nicht abschrecken. Wenn wir ihnen den Weg zeigen, ihnen zeigen, dass wir ihn selbst gehen, dann werden sie uns sicherlich folgen. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen meines Neffen. Aber das Wohlergehen ihrer Bevölkerung liegt in unseren. Wir müssen die Chance, die Clive uns gegeben hat, nutzen. Okay, Byron, ich... Wenn das geklärt ist, kommen wir zur Unterzeichnung des Abkommens. Denn welcher große Moment der Geschichte wurde nicht von einer Zeremonie begleitet? Ihr Bürger von Valistea, ich präsentiere die Dreieinigkeit. Rutherford, mein Federkiel. Ja, moin. Das ist doch super. Die Dreieinigkeit. Nun, mein Junge, die Bühne ist bereitet. Das ist sie.
Du wurdest für diese Rolle geboren. Jetzt bitte ich dich, auf die Stärken deiner Nebendarsteller zu vertrauen. Wir spielen unsere Rollen so gut wie möglich, damit du die Möglichkeit hast, zu glänzen. Die Welt braucht ihren Sir Crandall. Und der beste Crandall, Clive, bist du. Ich will, dass du den Vertrag behältst. Als Zeichen unseres Vertrauens. Da ist sicherlich wieder was für meine Butze. Danke, Onkel. Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. 9600. Nice. Die Dreieinigkeit. Oh. So, mal eben nach oben hier. Weißt du, was das ist? Das da oben. Wie zur Hölle sollst du damit fertig werden? Ja, lass es mal meine Sorge sein. Ich regel das da schon. Pass mal auf, Junge. Pass mal auf. Aber was ist da jetzt? Ach ja, stimmt. Die Prüfung hier. Das hättest du sehen. Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein, ganz und gar nicht. Hat Emma seine Prüfung bestanden? Ich würde sagen, ja. Im Angesicht des Todes hat Emma die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Ember nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Ember ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Ember hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Das seht ihr. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man oder nicht. Das Buch hat er gefunden. Damit hat Ember bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Gute Einstellung, Junge. Nicht gerade der Hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Na. Wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Ember, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. Genau, gib dem Lütten noch eine Chance hier. Ist doch. Ist gut, Auftrag abgeschlossen. Yeah! Speer in Spee. 7200. Hauch des Blitzes. Oh! Neuer Mob-Auftrag. Geilo! Was haben wir denn da? Was haben wir da? Was haben wir da? Ist das vielleicht der Alemann Tai Mai? Oh, shit. Der Sensenmann. Der Ritter des flammenden Herzens. Tor der Büßer, Sanbrek. Kap
Orsire, Sandbreck. Alter, in Sandbreck geht es aber nochmal ordentlich was ab. Alles Rang A hier. Wie sieht das hier aus? Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Ja, macht nichts. Was ist das hier? Relikt der Gefallenen. Wertgegenstand kann für Gil verkauft werden? Okay, alles klar. War's das? Ja, ja, erstmal kurz hier. Aber da ist noch ein Auftrag erschienen. Große Bruder. Boah, ich kann auch nochmal gucken, was wir nochmal brauchen für das beste Schwert hier. Wir haben nämlich nochmal Aurikalkum gefunden. Und ich glaube, davon haben wir jetzt genug. Aber irgendwas brauchen wir noch. Was verschafft mir die Ehre? Ja, zum blühenden Amboss. Was willst du? Ah, hier. Götterdämmerung. Ah, okay, wir brauchen noch einmal Dunkelstahl und noch einmal Aurikalkum. Okay, das, ist noch was? Kriegen wir mit Sicherheit noch hin. Geth, was ist los? Oh. Wie geht's? Bedrückt dich was? Ah, nicht mehr als sonst. Nur, Eddas Kind ist bald da und ich wollte ihm etwas schenken. Edda wird sich freuen. Im Norden gab es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Um die kleinen Knirpse in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass es schon morgen soweit sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Was kann ich tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Hm. Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Glücksbringer. Aber nicht irgendeinem Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein. Ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Ja. Nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt. Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Charon haben ihre Lieferanten gefragt, aber nichts. Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Die oder den Vogel, an dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Von denen machen ja genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich es zuerst dort. Ich gebe dir dann Bescheid. Du bist ein echter Freund. Vielen Dank, Clive. Ja, Junge, jetzt habe ich aber echt wirklich einen Arsch voll Arbeit. So, einmal die Weltkarte. So, was können wir machen? Das hier ist ja... Orthill Docks. Ach, das ist für mit, oder? Oha, Fahrradkonferenz, hast mich eiskalt zurückgelassen. Eiskalt. Wer kann, der kann. Mit Öl. Kaum zu glauben. Bei allem, was hier passiert. Mit Öl, ja, ja. Welches ist denn das jetzt? Ach, das hier. Test. So, was ist hier los? Freund hier. Einfach auf den Strand kacken oder was ist da los? Ja, genau gesehen. Du lässt das sein. Oh, Ruhe hier. Hier muss ja noch mehr sein, oder nicht? Muss hier nicht noch irgendwo was sein? Wo ist denn hier das restliche Öl?
Probier ich wieder raus. Also jetzt nervt mich doch nicht hier. Warte mal. Journal. Dinge gehen im Chat vor. Wo sind hier das letzte Öl doch? Nicht doof oder was? Kann doch nicht. Ist irgendwo was drauf? Sorge Öl aus Orthill. Ach, das ist ein anderer Auftrag, ne? Das ist der große Bruder, ja. Geht ruhig hier. Ah, da ist auch noch was. Ich habe den Kreis total falsch eingeschätzt. Das sollte reichen. Und jetzt besiege den Adamantamai in Korva. Kurva! Wo ist denn das? Besiege einen Adamantamai in Korava. Ist das woanders? Oder wo soll das sein? Aber eins Ausrufezeichen. Hier. Das müsste das eigentlich sein, oder? Glaube ich. Ah, hier die Felder von Korava. Oh, nämlich. Und was haben wir denn noch? Einen anderen Auftrag, oder was? Was denn? Ewige Pflicht 2. Okay, gut. Dann, Adamant. Hey, Mai. Komm ran hier auf eine Armlänge. Ich mach dich fertig, Junge. Heiltrank. Sind wir wieder. Junge, Junge, Junge. Korava. Wo würdest du dich verstecken, Torgal? Wenn du eine Schildkröte wärst. Das fragt er sein Hund. Bist du das schon? Ist er doch schon, oder? Das müsste sie doch sein. So, komm her hier. Sag mal! Na, komm her, ja! Ja! Jawoll! Ah, ein Dreier muss ihm reichen hier. Oh, der war schon saftig. Odin! Oh, hey, ja. Ja. Oh, nee, von hinten ist nicht gut. Ah,
Jawoll! Er war sehr nice. In die Fräse. Digga, easy weggehauen. Adamant, Taimai, Panzer. Und zurück zu Mit, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Chozo, das sind hier die Points, die du hast. Die du so im Laufe des Zuschauens einfach dazu bekommst. Und damit kannst du so diese kleinen Minigames machen. Ich glaube, du kannst auch Slots. Ja, leider nicht gewonnen. verballert. So, welcher Auftrag ist das hier? Oh ne, das ist der mit Joshua, glaube ich, ne? Den soll ich ja noch nicht machen, oder? Ewige Pflicht. Was ist das hier? Oha! Genau, den machen wir noch nicht. Das machen wir. Genau, was haben wir jetzt hier? Und noch was anderes. Oh, da noch einmal. Jagd, was ist das? Hasenjagd 2. Okay, gehen wir da mal hin. Hauptsache, du gewinnst einfach, Fahrrad, ey. Was ist da los? Warum in... Oh, frech hier. So, was ist jetzt hier bei Lubor los? Oh, was haben wir da? Okay. Lubor! Kannst du mir beim Packen helfen? Danke, aber ich nehme ohnehin nicht viel mit. Ich bin hier schon so gut wie fertig. Du willst Dalimil also wirklich verlassen? Ja. Da gäbe es allerdings noch eine Kleinigkeit, bei der ich Hilfe bräuchte, bevor ich gehe. Oder zwei, vielmehr. Sag mir, was ich für dich tun kann. Es geht um die Kinder. Sie sollten meine Schande nicht mitertragen müssen. Und genau das wird passieren, wenn ich sie hier lasse. Man wird sie ausgrenzen, weil die Leute wissen, dass sie mir nahestehen. Aber mitnehmen kann ich sie auch nicht. Ich kann mir tatsächlich nur einen einzigen Ort vorstellen, an dem sie sicher aufgehoben wären. Das Versteck. Jederzeit. Verstehe. Die Kinder sind bei uns jederzeit willkommen. Danke, Clive. Das werde ich nicht vergessen. Lubor, du bist noch hier? Was ist, Pferda? Du bist ja ganz blass. In der Velkroi ist eine Flut ausgebrochen, und zwar eine große. Diese Banditen vom Bund der Geächteten wurden da draußen komplett vom Äther überschwemmt. Was? Ja, und jetzt haben sich diese Dreckskerle alle verwandelt und kommen auf uns zu. Akasische Banditen. Das ist das Scheiße. Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Die Stadtwache wird ihnen keine 5 Minuten standhalten. Wir müssen raus aus der Stadt. Alle. Und zwar sofort. Pferda, ruf die Männer zusammen. Sie können jeden Moment hier sein. Wir müssen eine Fluchtroute für die Leute sichern. Na? Worauf wartest du? Schon unterwegs. Genau, die Dr. Pepper-Punkte sind nochmal andere, Chozo. Da kannst du draufklicken, dann siehst du das. Du gehst und suchst Konrad und Natalie. Sag ihnen, sie sollen sich auf eine sofortige Evakuierung vorbereiten. Verstanden. Ich versuche inzwischen mit allen anderen zu reden. Wünsch mir Glück. Alles klar, Mann. Das machen wir doch hier. Wo sind die Kids? Ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Sie kommen hierher. Ihr müsst raus aus der Stadt. Müssen die hier draußen immer so einen Lärm machen? Konrad! Oh, ihr seid es. Was wollt ihr hier, Lord Underhill? Ich muss euch etwas Dringendes mitteilen. In der Velkroi ist eine Ätherflut ausgebrochen. Das Lager des sogenannten Bunds der Geächteten ist überschwemmt worden. Sie haben sich verwandelt. All diese Banditen sind jetzt akasisch. Und sie könnten jeden Moment hier sein. Ihr müsst die Menschen aus der Stadt evakuieren, und zwar sofort. Ach, wirklich?
Und von wem, wenn ich fragen darf, habt ihr diese erschütternden Neuigkeiten? Von Lubor vielleicht? Der steht nämlich gerade auf dem Markt und erzählt genau denselben Unfug. Und du seid nicht so dämlich, ihr könnt Leute. Ihr glauben, wem ihr wollt, Milord. Aber wir wissen ganz genau, dass er lügt. Warum sollte er in einer so ernsten Angelegenheit lügen? Wer weiß, vielleicht will er sich irgendwie an uns rächen. Wäre er nicht aufgeflogen, dann wäre dieser Kerl demnächst unser Dorfrat geworden. Ein Posten, auf den ein Träger sicher keine Aussicht mehr hat. Würde mich nicht wundern, wenn der Junge innerlich brodelt vor Zorn. Lord Underhill, verzeiht mir, aber es ist nur allzu offensichtlich, auf wessen Seite ihr steht. Lubor ist nicht vertrauenswürdig und deshalb seid ihr es leider ebenso wenig. Oh Gott, sind die dumm. Aber was, wenn Lubor doch die Wahrheit sagt? Bedenkt, wie viele Leben hier potenziell auf dem Spiel stehen. Er lügt. Und zwar garantiert. Jetzt macht, dass ihr verschwindet. Ihr begeht einen großen Fehler. Komm, Clive. Wenn sie nicht auf uns hören, müssen wir einen anderen Weg finden, die Stadt. Also, sie sind ja wieder scheiße dämlich, ne? Sprechen wir mit Ferda. Sowas kann ich ja haben, Alter. Vielleicht machen wir den Laden besser dicht. Was macht denn Lubor da für einen Aufstand? Ja, der versucht euch den Arsch zu retten, ihr Idiotensöhne, ey. Ferda. Sid, was gibt's? Ich habe versucht, mit Konrad und Natalie zu reden. Warum geht das nicht? Leider vergebens. Sie sind überzeugt, dass alles, was Lubor sagt, gelogen ist. Diese Schwachköpfe! Auf die Stadtwache könnt ihr also nicht zählen. Aber auf mich. Ich werde euch helfen, Dalimil zu verteidigen. Sagt mir nur wie. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ah, ohne Ed. Sid! Ferda! Ich habe überall nach euch gesucht! Victor, du bist noch hier? Ich dachte, Lubor braucht vielleicht Hilfe. Und genau der Fall ist gerade eingetreten. Kommt schnell mit! So, jetzt bin ich mal gespannt. Bochose, jetzt kannst du ein bisschen zocken. Mit der Slot-Maschine oder so. Oh oh. Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen. Sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade. Einmal konnten wir die Stadt verteidigen, aber diesmal ist es anders. Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir. Wenn ihr nicht flieht, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Ey, wie dumm die sind, ey. Das hättest du gern, nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Mach, dass du abhaust! Ey, ihr seid sowas von scheiße dumm. Lass sie sterben. Lass sie einfach alle verrecken, diese Vollidiotensöhne, ey. Ja, fickt euch alle, Mann. Verpisst euch. Sieh mal da. Aufhören! Ihr tut ihm weh! Ah! Ja, wer hat jetzt das Kind getroffen, hä? Ja. Was hat Lubor euch überhaupt getan? Die ganze Zeit löst ihr eure doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert?
Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie. So nämlich, ihr undankbaren Wichser. Und hat Luba sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alles so, als wäre er gar nicht da. Ja, wenn die Kinder den Erwachsenen die Köpfe waschen, ne? Lubor, Schluss jetzt. Es reicht. Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen und genau das werden wir tun. Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Also sag schon, was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib zu halten? Erstmal nicht so kacke sein. Wir riechen das. Wir fliehen nicht. Wir werden kämpfen. Also gut. Na schön. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Ich glaube, da gibt es einen Mindestbetrag. Fahrrad, da musst du, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Ich glaube, 100 oder 10 oder so. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle akasisch und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar. Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen, wann und wo sie angreifen. Aber gegen diese Kreaturen wird Dalimil nichts anderes übrig bleiben, als sich blind in die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen, im Norden und im Süden, senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Konrad, kann ich auf die Schwerter der Stadtwache zählen? Da bin ich aber offen, Mann. Jederzeit. Ja. Jetzt geht's ab hier. Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Viktor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferda. Kann ich mich auf euch verlassen? Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und mach den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar, Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Natürlich die gefährlichste Aufgabe von allen. Dich wollte ich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Dann Hinder. Arbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Keine Frage. Also dann, wir alle wissen, was zu tun ist. Ja, jetzt geht's mal los hier. Komm. Wir müssen es nur noch tun. Für Dalimil. Ach, Choso, wie sagt man, ne? Pech im Spiel, Glück in der Liebe oder was? Ja, guck mal hier. Da ist die Punkte gleich wieder drin. Die anderen sind bereit. Ich sollte sie nicht warten lassen. So nämlich, würde ich mal sagen, ja, bauen wir uns dahin. Und dann gibt's hier ordentlich auf die Quase. Bisschen ballern, Leute.
Fahrrad. Da ist sie. Die Flut. Mal sehen, was uns im Dorf erwartet. Jetzt war schon so stumm. Ich wollte gerade sagen. Hier rein da. Oh, guck mal, da sind sie. Wir müssen sie alle ausschalten. Junge! Nice. Nicer Scheiß, Junge. Komm her, was ist hier, hä? Ich mach dich so weg, Alter. Da kann sein, dass der einen kleinen Timer hat. Schon so. Bleib liegen. Was ist? In die Fräse! Oha, hat er mich aber erwischt. Freundchen, jetzt geh mir nicht auf den Sack, Alter, sonst ist hier gleich mal was los, ey. Junge, was ist denn hier los mit dir? Auf da! Auf da! Ey, das ich hab Timing einfach gerade nicht drauf, ey. Endlich, Mann. So, die haben wir. Der Bund ist hiermit aufgelöst. Wir müssen zurück nach Dalimel. Sehr schön. Genau, damit das nicht so voll gespammt wird, Joso. Aber es ist so ein kleiner Timer, da kannst du eigentlich relativ schnell wieder hin. Aber du versuchst dein Glück nochmal an der Slot-Maschine. Ja. Ich glaube, wir haben alle Akasischen erledigt. Das dürften die letzten gewesen sein. Die letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Clive ist wieder da. Clive! Wie steht es um die Plage von Ceratina? Ausgemerzt. Mit Stumpf und Stiel. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Dalimel ist gerettet. Wir haben es geschafft. Lubor, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja, das wird auch mal Zeit. Du hast so viel für diese Stadt getan. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Aber das haben wir. Und wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Wir können nur hoffen, stimmt, dass du uns verzeihen wirst. Wir brauchen dich, Lubor. Dalimel braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest, meine Stimme hast du. Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Wie wir dich behandelt haben, sagt aber umso mehr über uns aus. Egal ob Träger oder nicht, du bist der Mann, der Dalimel gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens,
Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Einheit ist der Schlüssel zu Dalimils Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert. Mit Sicherheit. Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens, wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Das ist mutig. Wir haben vieles versäumt. Ich hoffe, wir können unsere Fehler wieder gut machen. Deinen Bedingungen stimmen wir zu. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich. Dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. Genauso wie bisher. Das hat doch gut funktioniert. Bedingung akzeptiert. Na dann, die Wahl ist mir wohl so gut wie sicher. Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Das ist doch schön für Dalimil. Da geht's voran. Was kriege ich? Orikalkum? Das Schicksal hat schon seine Launen. Dunklen Stahl? Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier. Für alles. Lubor, das mit den Kindern... Keine Sorge. Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Auf einmal. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder, als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war. Sehr gut. Also, was habe ich bekommen? Weiter geht's, Leute. Aufträge erfüllen. Auftrag abgeschlossen. Hasenjagd 2. 7200 Erfahrungspunkte. Schild des Dornenkuss. Ah, kann in Clives Zimmer betrat werden. Ja, jetzt hauen sie aber wirklich raus hier mit den Sachen, die man da betrachten kann, ne? Muss man auch mal sagen. Gut. Ewige Pflicht. Da ist noch ein zweiter Auftrag. Da ist tatsächlich noch einer direkt nebenan. Müssen wir mal gucken. Was hast du denn? Hast du was im Repertoire hier oder was, Händler? Willkommen, willkommen. Eine gute Wahl. Ja, ja. Gut, 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 gut. Nee. Ewige Pflicht 2. Was ist hier drinne? Oh, scheiße. Nee, wollte ich doch noch gar nicht. Ah, okay, ich muss es ja nicht gleich weiter verfolgen. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Gucken wir uns Sir, an, aber dann gehen wir wieder. Ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Wärt ihr so freundlich, Milord? Ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss, jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes, unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachenauf zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern. Aber die Hindernisse, welche uns im Wege stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt.
Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und meinen Glauben an euch beide erinnert. Euer Vater. Ein Erbe? Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Auch konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valisthea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Das ist auch richtig. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt, welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, euer Gnaden. Danke, Sir. Wollen wir? Ah, guck mal. Aber hier war doch noch ein anderer Auftrag, oder nicht? Habe ich mich jetzt hier so verguckt? Wo ein Wille ist? Ewige Pflicht? Der hat da, glaube ich, noch einen Auftrag, oder? Lord Rossfield, ich habe eine Bitte. Ah, siehste. Worum geht es, Sarah? Einer unserer Ordensbrüder befindet sich derzeit in Ashra, um im Zuge unserer weiterhin andauernden Nachforschungen einer neuen Spur nachzugehen. Sein letzter Stolas ist bereits eine Weile her und seitdem haben wir nichts von ihm gehört. Hat er auch eine Ruine der Gefallenen erforscht? Nein. Gegenstand seiner Untersuchung war ein Erlöserkult, welcher in den letzten Jahren in Ashra entstanden ist. Wir glauben, er könnte eine Verbindung zum Kreis des Malius haben. Einer uralten Religion, welche Ultima als Gott verehrt hat. Okay. Wir hatten uns erhofft, über diesen neuen Glauben mehr über die ursprünglichen Lehren des Kreises herauszufinden. Also habt ihr ihn nach Ashra geschickt, wo es von Orks und Akasischen nur so wimmelt. Wir waren uns der Risiken vollends bewusst, ja. Ich habe die Mission einem unserer fähigsten Mitglieder anvertraut, dem dritten Stuhl. Er verfügt über reichliche Erfahrung mit derartigen Aufträgen. Obwohl sein Schweigen nun bereits einige Tage andauert, habe ich es bisher vermieden, weitere Brüder auf die Suche nach ihm zu entsenden, damit wir diese nicht auch verlieren. Doch ich hielt es für besser, euch darüber zu informieren, da ihr so reichlich Erfahrung mit den Tücken Ashras habt. Überdies habt ihr mir so eindringlich vermittelt, dass niemand seinem Schicksal überlassen werden sollte, solange dies vermeidbar ist. Na, hat er wenigstens was gelernt. In der Tat. Aber Ashra ist groß. Wisst ihr nichts Genaueres? Vielleicht. In seinem letzten Stolas aus Ashra erwähnte er ein Dorf, in dem sich der Kult angeblich oft versammelt.
Mickelburg heißt es wohl. Mickelburg. Es liegt im südlichen Teil Valuts. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, dann höchstwahrscheinlich dort. Verstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Der Orden dankt euch, Milord. Bitte macht euch auf den Weg. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Ja, das klingt gut. Wir haben auch noch zwei Mons-Aufträge, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, was ist hier? Oha, Alter, was ist denn hier los? Eistler. Mauern von Rabenwitt. Halt die Gorsch, sagt er. Halt die Gorsch, was ist der? Was ist hier? Ewige Pflicht 2. Ein Licht im Dunkeln. Oh, hier ist aber einiges. Institut des Grauens. Unbequeme Wahl. Okay, wir gehen erstmal da unten hin. Erstmal will ich da das mitnehmen. Achso, dann müssen wir hier erstmal runter. Danke für den Support, Leute. Absolut ehrenhaft. Ariames, Mann, wie geht's dir? Alles Roger in Kambodscha? Alles Tollerei auf der Lorelei? So, jetzt aber hier mal weiter. Komm her! Ich verprügel dich, du Kackspinne, ey! Kommt's angekrabbelt, Alter, das eklige Viech, ne? Bin ich ja ekelhaft hochtausend, ey. Spinn kann ich überhaupt nicht leiden, Junge. Oh, Schnauze. Nee, geht mal weg. Kein Bock. Oh, wie jetzt so dicht dran gewesen. Im Moment noch einigermaßen gut, am Mittwoch ist die OP. Oh, Digga, ich wünsche dir alles beste Gute dafür. Das wird schon laufen, ey. Warum läuft der denn doch immer so komisch hier? Was ist los mit dir? Das wird schon laufen, Kollege. Ist das wohl Mickelburg? Komm mal auf hier. Ja, moin. Wie seid ihr denn? Niemand hier ist akasisch. Das Dorf scheint noch sicher zu sein. Was geht denn hier vor? Was machen die da? Oh, hast auch du den Ruf gehört? Den Ruf gehört? Nein, ich... Ich suche nach jemandem. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, ob er hier ist. Mit so vielen Leuten hatte ich nicht gerechnet. Das ist verständlich. Was macht ihr hier? Seid ihr hier zu Hause? Ich lebe hier. Die anderen, sie sind dem Ruf gefolgt. Was ist das schon wieder für eine Sekte hier? Was ist dieser Ruf? Wovon sprichst du? Sie wollen hier... das Ritual abhalten. Genau wie König Barnabas es befohlen hat. Ich weiß schon, dass er tot ist. Dieses Dorf ist ihr Altar. Hier werden sie ihre Seelen in die Wogen des Äthers gleiten lassen und sich ihrem Herrn hingeben. Seid ihr dumm? Sich hingeben? O Herr, nimm unsere Sünden von uns. Lass uns in deinen Armen zu neuem Leben erwachen. Befreie uns von der Qual dieser sterblichen Welt. Sie hoffen auf Erlösung. Okay. Entschuldige, ist außer mir nicht noch ein Fremder hier? Er trägt wahrscheinlich eine Kutte. Du meinst den Reisenden aus Sturm? Ja, er ist in meinem Haus, im hinteren Teil des Dorfes. Danke. Dann gehe ich zu ihm, wenn du erlaubst.
Sie beten für dieselbe Erlösung wie Barnabas. Ein bisschen crazy ist das Ganze schon. Ist der dritte Stuhl am Leben. Finden wir ihn. Solche Leute, ne? Hab ich irgendwie ein bisschen Schiss vor, die ganzen Sektenspinner hier. So, wo ist er? Da steht er doch. Moin, die Schlüpfer. Entschuldigt. Gehört ihr zu den Ewigen? Ganz recht. Und allem Anschein nach, ihr ebenso. Lord Rossfield, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Dann seid ihr der dritte Stuhl? Der bin ich. Cyril macht sich Sorgen um euch. Er hat mich geschickt. Dann bitte ich um Entschuldigung. Es war nicht meine Absicht, ihn zu beunruhigen. Oder gar euch darin zu verwickeln. Warum habt ihr euch nicht mehr gemeldet? Ist etwas passiert? Mein Auftrag lautete, den hiesigen Glauben zu erforschen. Aber im Zuge meiner Arbeit begann mein eigener Glaube mir nichtig zu erscheinen. Ihr habt sie beim Gebet gesehen, nicht wahr? Sie verehren ihren Herrn mit einer solchen Inbrunst, wie ich sie niemals zuvor erlebt habe. Tag und Nacht beten sie zu ihm, auf dass er sie von ihrem Willen befreien und in seinem Licht neu erschaffen möge. Nicht, sonst nichts zu tun hast, ihren weltlichen Lasten erlöst zu werden, sondern um ihm auch weiterhin zu dienen, mit jeder Faser ihres Daseins. Auch ich habe geschworen, mein Leben dem Dienst an meinem Herrn zu widmen, aber ihre Treue, sie reicht weiter, viel weiter. Und deshalb werde ich bei ihnen bleiben. Ich werde sie beschützen, bis ihr Wunsch in Erfüllung geht. Sie sollen weiterhin ihre Pflicht tun können, selbst wenn das bedeutet, dass ich die meine nicht tun kann. Oh, Abtrünniger hier. Euch ist bewusst, was genau ihr Wunsch ist, oder? Das ist es. Sie wollen ihren Willen aufgeben und akasisch werden. Es mag schwer zu begreifen sein, aber für diese Menschen bedeutet das wahre Erlösung. Es tut mir leid, Milord, aber ich werde hier bleiben. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr an meiner Stelle Lord Cyril die Aufzeichnungen geben würdet. Habt ihr das gehört? Es kam von draußen. Ich werde nachsehen. Bleibt hier. Na, ist Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen, oder was?